Willkommen zurück zu Diablo 3, ich bin's, euer Tom von Candlelight Gaming. Im letzten Part haben wir Asmodans Kriegsmaschinen auf dem Schlachtfeld zerstört und haben, ich muss es einfach nochmal zeigen, eine kleine popelige Axt bekommen, die leider unseren Schaden um fast 50% wieder verbessert hat. Aber wir mussten unser super schickes Schwert ablegen und ich hoffe, wir finden schnell eine dicke Zweihandwaffe wieder, die cool aussieht und die, naja, dafür sorgt, dass wir nicht wieder mit dieser oder nicht weiter mit dieser popligen Axt rumlaufen müssen. Wir machen uns auf den Weg zum Rackes-Übergang und oh, wir haben hier gleich noch eine blaue Truppe gefunden. Die nehmen wir auch gleich mit. Dann sind wir im letzten Part noch fast zwei, dreimal gestorben, aber ich betone, nur fast. Das heißt, noch läuft alles. Noch kommen wir ganz gut klar. Oh Mann. Sind halt einfach gut. Da muss schon mehr passieren, damit uns irgendjemand ausschaltet. Meine Truhe. Hm, toll. Das hat sich ja gelungen. Wo sind wir jetzt? Okay. Da müssen wir da nach oben. Gut. Verzeihung. Ach, das sieht alles so schick aus. Ups. Den Schrein haben wir leider schon benutzt. Und hier haben wir Tyrael. Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleichmachen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts! Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Lasst uns hoffen, dass das Schwert die Opfer wert war. Vorwärts! Was ich mich ja frage ist, Asmodans komischer Kopf kann immer und überall auftauchen, ja? Bisschen eklig, findet ihr nicht auch? Ich bin nur ein Späher. Ich sollte das Schlachtfeld von diesem Turm aus überwachen, zusammen mit meinem Leutnant, aber wir wurden angegriffen. Ich habe noch immer das Fernglas hier. Bitte bringt es meinem Leutnant. Ich weiß nicht, wie lange er dort oben noch aushalten wird. Kriegen wir hin. Wir sind immer da, wenn jemand uns braucht. Mach dir keinen Kopf. Wir finden deinen Leutnant. Was bist du für ein hässliches, großes Monster? Ja, wer ist ein hässliches, großes Monster? Oh nein, vereist, vereist. Oh, fuck. Oh, super, der hat ja auch wirklich alles vereist. Hier, molten, also geschmolzen und vergiftet. Das ist ja eine super Mischung auf so einem Vieh. Da kommt richtig Freude auf, gegen sowas zu kämpfen. Noch nicht bereit. Oh nein. Meins. Alles meins. Was ist mit dem Speer? Lebt er noch? Er ist schwer verwundet. Ihr werdet allein weitermachen müssen. Ich verstehe. Hab Dank für die Nachricht. Ich werde sie seiner Familie überbringen. Auch keine schöne Aufgabe, denke ich. Oh, ganz toll. Ich glaube, der wird so schnell keine Nachrichten mehr überbringen. Das hat sich dann erledigt. Gut, weiter geht's, Freunde. Einpacken. Wir gehen weiter. Ach man. Ich komme auch nicht drüber hinweg, wie man mit dieser bescheuerten Mini-Axt Angst und Schrecken unter den Dämonen verbreiten soll. Das ist doch einfach peinlich.
einfach nur peinlich. Was haben wir denn hier? Wow. Macht euren Frieden jetzt. Hier sind ganz schön viele Viecher, die ihren Frieden machen sollen. Komisches Ekelzeug. Ja, komm. Upp. Im Kampf ist mir jedes Mittel recht. Noch nicht. Gibt hier auf jeden Fall eine Menge Viehzeug, das uns nerven kann. Vor allem auch immer dieses ganze blöde Zeug, was wegrennt. Das ist immer so nervig. Und das immer uncool. Dann muss man den hinterherrennen und dann dauert das immer ewig und dann verbraucht man so viel Zeit nur für so eine kleinen gammligen Mistviecher. Wie die zum Beispiel, die stürmen dann in alle Richtungen. Ach, ist da was? Kommt einfach mit, wenn ihr irgendwas von mir wollt. Im Namen des Lichts. Seht ihr, so mit großen Gruppen finde ich immer super. Die sollen dann alle mal ankommen. Dann haue ich einfach immer wieder alle Fähigkeiten rein, die ich so habe. Die ziehen dann einmal durch die Reihen und dann ist gut. Dann ist der ganze Quatsch erledigt. Das ist für uns alle einfach wesentlich angenehmer. Also gut, für die vielleicht nicht, aber es sind ja auch nur Dämonen, wer fragt die schon? Na, geht's hier durch? Ich bin überlastet. Ach so. Gut zu wissen. Ja, okay, alles kein Problem. Dann hoffen wir einfach mal, dass jetzt nichts Spektakuläres kommt, was wir ablegen müssen. Irgendwo müsste hier nämlich auch bald nochmal so ein Portalteil kommen, was wir mitnehmen können. Und dann können wir mal zu Hedrick gehen. Stimmt, das hatte ich die ganze Zeit über vergessen. Das hätte ich zur Not auch mal offscreen machen können. Dann muss ich euch das nicht antun, aber sieht so aus, als müssten wir das doch gleich mal erledigen. Ich werde mich vermutlich gleich tierisch ärgern, aber ich würde sagen, wir benutzen jetzt hier mal kurz das Portal und machen das mal schnell. Dann ist das Ganze wenigstens gleich erledigt und wir können ganz entspannt weiterziehen. So, dann machen wir hier wieder uns ein paar Materialien. Könnte natürlich auch gleich mal schauen, ob es noch anderes Zeug gibt, was wir uns basteln könnten, wo wir schon mal hier sind. Zum Beispiel neue Rüstung, nee, Krone haben wir immer noch. Kreuzritterschild. Nee. Was für ein Schuft. Nee. Schulterplatten. Nee, sind auch noch die gleichen. Stiefel könnte man sich mal anschauen. Nee. Ich hab die einfach immer zu gern mit beiden Werten drauf. Sowas zum Beispiel. Die nehmen wir mit. Was haben wir noch? Templar-Relikt brauchen wir nicht. Und hier können wir nochmal reingucken. Man könnte ja wirklich einmal spaßeshalber reingucken, gibt es nicht irgendeine schicke Waffe, die wir uns machen könnten? Auch eine Zweihandwaffe oder so. Nee, auch nicht.
passend für Level 37 einen Zweihand-Pflegel-Dings. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Gucken, was bei rauskommt. Ja, jetzt noch etwas Stärke drauf und das wäre schon gar nicht so schlecht. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Mit Sockel und immer noch nur mit Life? Nee. Was haben wir jetzt? Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden. Wir haben nochmal eine Menge mehr Stärke, eine Menge mehr Vitalität. Und wir kriegen 17 Leben pro verbrauchten Zorn. Okay, das packen wir so ein. Das Zeug hier nehmen wir wieder weg. Das braucht kein Mensch. Dann gehen wir erstmal hier rein, ändern die Inbrunst wieder gegen die himmlische Stärke. Ich bin jetzt ein Sterblicher. Stärke. Ich kann jetzt nicht mehr ewig warten. Ja, doch. Meine Güte. Tust ja fast so, als bräuchtest du oder als würden wir hier Jahre brauchen. So, für den Fall der Fälle. Ich überlege, ob haben wir ihn hier? Haben wir den Templer? Ich glaube nämlich, dass wir seinen Schaden damit auch ein wenig erhöhen können. Ja, sag ich ja. Keine Sorge, du musst ja nicht ewig warten, wir sind hier gleich wieder weg. Ich wollte nur wieder mit einer etwas schickeren Waffe losrennen. Hast du es gehört? Die Dämonen sind auf der Flucht. Ich habe einige neue Waren, die für euch vielleicht von Interesse wären. Ah, später, mein Freund, später. Wobei schickere Waffe auch nicht so richtig ist. So richtig cool finde ich die Streitkolben ja ehrlich gesagt auch nicht. Aber es passt einfach wesentlich besser zu so einem Bollwerk-Krieger-Typen, oder? Gut, dann geht's wieder zum Rackesübergang zurück. Und wir schlachten weiter. Und Hyrael muss nicht rumbeinen, dass er nicht ewig warten kann. Illusionist. Okay. Hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nicht. Wie ihr sehen könnt, kommen da einige Gegner dazu. Also, naja, einige Gegner ja nicht, aber kommen halt einige Illusionen von Gegnern. Und das ist dann witzig, wenn man eine Truppe hat, die Illusionist hat. Besonders bei solchen blauen Gruppen oder so, oder halt wie eben hier mit den Dienern. Aber bei den blauen Gruppen ist das auch immer ziemlich amüsant, wenn dann wenn dann einfach mal so eine Truppe mit Illusionist kommt und die sich komplett vervielfältigen. Da kommt Freude auf. Ah, okay. Dann nehmen wir halt einfach mal die Treppe. Meiner! Hat er gerade noch, bevor er gestorben ist, einen Schild fallen gelassen? Noch ein Plan. Ein Jiggerplan. Was haben wir hier bekommen? Nee, wollen wir nicht. Wollen wir alles nicht. Ah, wir haben einen Plan bekommen. Wie eine legendäre, mächtige Zweihandwaffe anfertigt. Euer Ernst? Mächtige Zweihandwaffe? Jetzt? Nee, guck ich mir mal offscreen an. Wir gehen einfach mal weiter. Das tue ich euch jetzt nicht an, da noch weiter rumzuwarten, während ich eigentlich nur sinnlos beim Schmied rumstehe und mein Equipment etwas aufbessere. Und wenn es wieder ein Plan für irgendeine Level 20er Waffe ist, dann bringt euch das ja sowieso nicht viel, beziehungsweise mir auch nicht. Also gehen wir lieber mal weiter und gucken, was hier auf uns wartet. Was war hier? Der Tunnelgang. Nee. 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 Wenn das nicht einladend aussieht, wobei, wenn ich so denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, wisst ihr was? Wir machen einfach wirklich mal einen kleinen Abstecher und gucken uns mal diesen Tunnelgang an. Haben ja nichts zu verlieren. Und ein paar Erfahrungspunkte warten da drin sicher auch noch auf uns. Zurück in die Hölle, Dämonenpack! Gib's ihn, Tyrael! Wir wollen ja gerne immer noch versuchen, in dem Let's Play auch auf
das Max-Level zu kommen, würde ich sagen. Und da kann man ja ruhig mal noch den, okay, den ein oder anderen Ort mitnehmen. Auch nicht schlecht. Okay, das ist jetzt gerade... Jetzt nerv nicht, du blödes Mistvieh. Keine Zeit für dich. Stirb schon. Na los. Stirb schon. Geht doch. So, Amulett. Okay. Auch cool. Ich glaube, das ist irgendwie was? Die dritte Kette, die wir in dem ganzen Durchgang gefunden haben? Okay, erhöht nicht unseren Schaden. Kältefertigkeiten verursachen 6% mehr Schaden. Können wir nichts mit anfangen. Mehr Life. Hilfe, Widerstand. 110 Leben pro Treffer. Von jemandem wie mir erwartet, richtig? Oh. Die Menschen stecken voller Überraschungen. Ich würde sagen, wir nehmen das Teil einfach mal mit. Wenn wir es schon haben. Und für dich? Du kriegst einfach mal... Kriegst du die? Du kriegst einfach mal die lustige Kette hier. Gefällt mir. Sehr schön. Post es doch auf Facebook. Oh gut, Harpien. Das wird ja mal besser. Ach Quatsch, keine Harpien. Sukubi. Ich habe einmal einen wirren Betrunkenen getroffen, der behauptete, sich mit einer Sukubus angelegt zu haben. Einer dämonischen Kreatur, die Form und Gesicht einer schönen Frau annimmt. Er sagte, sie habe ihn verflucht und seinem Freund das Herz aus dem Leib gerissen, bevor er mit Mühe und Not entkommen konnte. Also wirklich, die jungen Männer heutzutage neigen zur Übertreibung. Also von dem, was ich gerade gesehen habe, würde ich jetzt nicht unbedingt von einer Übertreibung sprechen, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Okay. Ich würde sagen, hier haben wir uns auch gleich komplett durchgeboxt. So viel Spannendes ist hier vermutlich nicht mehr drin. Jupp, sagte ich ja. Ein, zwei Gegner. Aber das mit dem Amulett finde ich ja eigentlich ganz lustig. Es ist jetzt nichts super Überragendes, aber es erhöht auf jeden Fall... Ach Quatsch. Man sollte vielleicht auch versuchen, in Richtung Ausgang zu laufen und nicht wieder einfach von der einen Ecke in eine andere Ecke. Ja. War ganz nett. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Schwupp. Dann schauen wir uns mal an, wo uns unser Weg hinführt. An den Rand des Abgrunds. Okay. Cool. Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Niedlich. In den Kampf. Okay, Belagerungsbestie, ja? Na gut, dann komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Au. Oh nein, jetzt habe ich... Boah. Du hast ganz schön Mundgeruch, mein Freund. Und das musstest du unbedingt an mir auslassen? Das ist doch ein Scherz. Womit habe ich das nur verdient? Okay, der schubst mich hier aber ganz schön weit beiseite. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Wow. Wow. Und nochmal die Ekelplärre ins Gesicht gespuckt bekommen. Das ist so widerlich. Komische, blöde... Belagerungsbrecher, Bestie. Au. Gepriesen sei Akarat. Erst brauche ich ein Nickerchen. Nanu, was macht sie denn hier? Und wir haben noch einen Plan bekommen. Legendäre Handschuhe. Uh.
du bist gerade ein bisschen zerfallen, ne? Was hast du zu erzählen? Ich komme mit dringenden Neuigkeiten. Lea hatte eine weitere Vision. Eine Vision von verzerrten dämonischen Türmen und riesigen, widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Ich weiß von ihnen. Das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Dann werde ich sowohl seinen Herzen als auch seinen Legionen Einhalt gebieten. Ganz toll. Dann machen wir das. Aber das mit dem Einhalt gebieten heben wir uns dann einfach mal für den nächsten Part auf, würde ich sagen. Das war doch schon wieder ganz lustig. Irgendwie, was haben wir bekommen? Zwei Pläne, eine legendäre Kette und haben eine dicke Belagerungsbrecherbestie kaputt gemacht. Also, das nenne ich auch mal einen actionreichen Part. Dann hoffe ich, dass ihr auch Spaß beim Zuschauen hattet. Lasst wie immer gern Kommentare, Anregungen, konstruktive Kritik oder was auch immer da. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Auf Wiedersehen.